Hallo, liebe Arcada-Club-Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Blender-Teil. Bevor wir weitermachen, wir müssen ein paar Sachen verstehen, und ich weiß, es kommt so viel Input, man ist verzweifelt, weil ich glaube, der Lernfaktor für diese Software, der ist sehr hoch. Man muss eine ganze Menge Tastenkürzel lernen, neue Begriffe und eine neue Art zu arbeiten. Aber wer Blender irgendwie benutzen will, muss da durch. Und wir machen das einfach zusammen, da schaffen wir das schon. Schaut, beim letzten Teil hatte ich euch ja gezeigt, wie diese Modifikatoren funktionieren. Und da hatten wir diesen Oberflächenunterteilungsmodifikator hinzugefügt. Und seitdem sind unsere Kugeln und auch dieser Torus relativ scharf gezeichnet. Trotzdem sehen wir noch diese Vierecke. Ich möchte euch jetzt nur mal ganz kurz zeigen, wenn wir das jetzt bei der Kugel abschalten, dann sehen wir, haben wir hier wirklich richtig viele Vierecke. Und wenn ich das hier wieder dazu setze, dann seht ihr, wie schön das wird. Aber es ist immer noch nicht perfekt. Bevor wir weitermachen, will ich aber diesen Modifikator nochmal erklären. Und dazu gehe ich mal hier in Keynote. Da kann man das nämlich prima zeigen. Schaut mal hier, der Rand von unserer Kugel, der besteht ja auch aus diesen Kanten, weil wir eben aus diesen viereckigen Flächen diesen Körper zusammenbauen. Und was dieser Modifikator jetzt macht, ist, dass der hier einen Punkt dazwischen setzt. Das kann man bei Pages auch machen. Hier so einen Punkt dazwischen setzen. Damit bekomme ich hier so eine Rundung hin. Ihr müsst euch das jetzt nur vorstellen, dass das ein bisschen geschickter gemacht wird, weil diese Punkte hier eigentlich auch Kurvenpunkte sind. Und damit wird das immer runder. Und wir gucken uns jetzt nochmal ganz schnell im Blender die Einstellung ein, denn wenn ich das hier mache auf 1, dann wird ein so ein Punkt, wie ich es gerade bei Keynote gezeigt habe, dazwischen gesetzt, zwischen diese Flächen. Ja? Und wenn ich 2 dazwischen setze, es wird schöner dadurch, gucken wir uns in Keynote an, würde ich quasi hier zwischen nochmal Punkte setzen. Ich mache das jetzt etwas übertrieben und es sieht auch ein bisschen eirig aus, weil ich alle Punkte eigentlich bewegen muss. Aber ich will euch eigentlich nur zeigen, was dieser Algorithmus macht. Und ich könnte jetzt noch weiter das einstellen und hier weitere Punkte zwischen diese Linien setzen. Und immer runder wird die Kugel. Natürlich muss das hier alles ein bisschen entsprechend mitbewegt werden. Aber keine Angst, das macht die Mathematik. Und wie gesagt, das stelle ich einmal für meine Ansicht ein, mit der ich hier arbeite, diesen Viewport. Und einmal kann ich das einstellen für das Rendern. Das habe ich hier ein bisschen höher eingestellt. Trotzdem, es ist noch immer keine Kugel. Ja? Also wenn wir das jetzt mal rendern hier und uns das mal anschauen. Ja, das sieht hier toll aus, aber wenn wir näher rangehen, haben wir immer noch das Problem, dass es nicht so super schön ist. Und jetzt gibt es nämlich noch eine andere Einstellung. Wenn wir so ein Objekt anklicken hier und ich habe mal die Kugel angeklickt, dann kann ich die rechte Maustaste drücken und hier gibt es verschiedene, ja, Berechnungsmethoden, wie das Ganze hier dargestellt wird und mathematisch berechnet wird. Und wir haben das im Moment auf Flachschattieren eingestellt, aber man kann es auch auf Weichschattieren einstellen. Jetzt schaut mal, wie schön die Kugel aussieht. Und wenn wir das jetzt mal rendern, dann wurde das auch übernommen. Auch diese Kugel ist wunderschön glatt und hat nicht mehr diese Rauten, weil wir das verändert haben in dieser, ja, Berechnungsart, wie die Darstellung erfolgen soll. Und das können wir hier bei diesem Torus auch machen. Weich schattieren und dann ist auch der hier ganz smooth und ganz schön gemalt, ja. Also, das sind zwei Sachen, die wir machen müssen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passieren würde, wenn wir jetzt bei der Kugel diesen Modifikator wieder entfernen. Das können wir hier über dieses Kreuz machen. Ich mache das mal. Und jetzt seht ihr, der sieht zwar hier auf der Fläche immer noch schön smooth aus, aber hier diese Kanten am Rand, da sieht man deutlich, dass da die Punkte dazwischen fehlen und wir hier solche Kanten erhalten. Computerspiele machen das gerne. Da sehen die Männchen dann immer alle so kantig aus, weil man damit einfach Rechenkapazität spart und das wichtig ist für solche flüssigen Abläufe in Computerspielen. Deswegen ist man da ein bisschen sparsam mit der Anzahl der Polygone, die da berechnet werden. Aber ich drücke mal Command Z und füge den wieder hinzu. Ihr seht, sobald wir diesen Modifikator hinzugefügt haben, haben wir eben diese schöne Abrundung. Und das ist wichtig zu wissen. Es gibt also zwei Einstellungen, die wir machen können. Einmal diesen Modifikator, ja, diesen hinzufügen, da diesen Oberflächenunterteilungsmodifikator, mit dem wir also schöne runde Oberflächen hinbekommen. Und einmal die Berechnungsart, eben auf weich schattieren statt auf flach schattieren. Das ist auch nochmal wichtig. Und dann bekommen wir eben hier schöne Formen raus. So, das musste nochmal gesagt werden, weil man ein bisschen das verstehen muss, was wir hier eigentlich einschalten, weil das eben tatsächlich diese Optik ja beeinflusst. Und dann hatte ich euch ja gezeigt, wie man diese Objekte bewegen kann. Wenn man hier auf dieses Bewegen-Tool geht, dann kann man sie eben verschieben. Ich zeige euch jetzt aber eine Taste, die auch funktioniert, wenn ihr ein Objekt angeklickt habt. Und zwar, wenn ihr ein solches Objekt angeklickt habt, und ich gehe hier oben nochmal auf diesen Pfeil, und ihr drückt die G-Taste, dann könnt ihr mit der Maus das Objekt hier frei bewegen. Und wenn ihr
die Radtaste an der Maus drückt, dann rastet das hier auf der roten Achse ein. Oder wenn ich nochmal drücke, auf der grünen Achse, also in der Nähe von der Achse, wo ich bin. Ich kann auch hier versuchen, mal in die blaue zu gehen. Ja, dann muss ich hier so ungefähr da, wo die blaue Achse hingehen und dieses Radmaus drücken. Das kann ich jetzt hier leider nicht anzeigen, aber es ist eben bei diesen Radmäusen dieses Rad, was gedrückt wird dabei. Ja, wenn ich das nicht drücke, kann ich das Objekt hier irgendwo hinlegen und klicke die linke Maustaste, dann liegt es da. Und dann kann ich auch zu dieser Kugel gehen, die G-Taste drücken und dann kann ich auch eben diese Kugel hier verschieben. Ja. Also sehr praktisch, einfach hier ans Objekt gehen, G-Taste drücken, irgendwo hinlegen, Objekt auswählen, G-Taste drücken und es irgendwo hinlegen. Diese G-Taste ist nämlich wichtig. Merkt euch die, da geht das Objekt irgendwo hin. Ja, damit können wir sie uns merken. Aber es geht nachher ganz viel mit dieser Taste noch. Da kommen wir dann gleich zu. Also, Objekt anklicken, irgendwo hinbewegen und nochmal gucken, wo es liegt. Ja, weil ihr ja in diesem 3D-Raum seid. Also die Radmaustaste gedrückt halten. Nächstes Objekt anwählen, G-Taste drücken. Ja, und es dann da irgendwie hinsetzen. Und ihr merkt ja schon, wie schwierig das ist, im dreidimensionalen Raum was in die Mitte wieder zu setzen, weil wir ja immer hier so schräg drauf gucken. Hier sieht es schön mittig aus, aber wenn wir von oben drauf gucken, wird das nichts. Und deswegen können wir hier auch nochmal die Ansichten einstellen. Wenn wir zum Beispiel hier draufklicken, dann haben wir die Ansicht von oben. Die Z-Achse ist ja das, was von unten nach oben zeigt. Und jetzt gucken wir von oben drauf. Und damit haben wir die Möglichkeit, das Objekt mit G hier auch wunderbar hinzubewegen. Ja, da seht ihr das. Und dann kann ich die Kugel auch bewegen. Und dann passt das. Aber das ist die Ansicht von oben. Das heißt nicht, dass es auch von der Seite aus passt. Schaut mal, wenn ich nämlich hier auf die Y-Achse klicke. Jetzt seht ihr hier blau die Z-Achse und rot die X-Achse. Und die Y-Achse ist jetzt die, auf die wir gucken. Da stimmt es auch nicht. Der Ball liegt zu tief. Also G drücken und den auch wieder ein bisschen nach oben setzen, wenn wir den da genau mittig haben wollen. Und dann können wir auch die X-Achse nochmal kontrollieren, wobei die dann eigentlich gleich ist, weil wir ja die seitliche Ansicht haben. Damit muss man ein bisschen klarkommen, wie man hier auf die einzelnen Achsen gucken könnte. Und das könnt ihr eben hier durch Anklicken dieser Z, Y, X-Achse machen oder eben wieder mit dem Rad der Maus euch hier frei bewegen, aber Objekte wirklich wieder dahin zu bringen, wo sie hingehören, das ist die große Herausforderung im 3D-Raum. Und deswegen ist es wichtig, dass man diese Ansichten hier umschalten kann, um da genau zu gucken. Guck mal, das ist sogar noch nicht mal richtig drin. Also hier ist ein bisschen Abstand sogar noch, den man machen kann. So eine schöne, knifflige Aufgabe. Aber wir gucken uns das alles noch an, wie man das vielleicht besser anordnet. Ist jetzt erstmal zum Einstieg ganz wichtig. Pui, verarbeitet das erstmal, ja, lernt die Tasten ein bisschen kennen, also versucht sie euch einfach ein bisschen zu merken. Wir werden sie so oft gebrauchen, dass wir es irgendwann wissen. Aber es ist ganz schön viel Input, was wir jetzt bekommen und gebt einfach nicht auf. Ja, es bleibt spannend, wir machen im nächsten Teil schon wirklich spannende Sachen mit der Kugel. Und dazu freue ich mich, wenn ich euch da wiedersehe. Also bis dahin, bleibt motiviert.